wenn man einmal eine Verhütungspanne hatte, Kondom geplatzt oder die Pille vergessen oder man hat ungewollten Geschlechtsverkehr und denkt sich danach, so richtig schwanger werden möchte ich eigentlich doch nicht. Dafür ist die Pille danach erfunden worden und wie die wirkt, das erkläre ich euch heute in diesem Video. Heutzutage existieren im Prinzip zwei Wirkstoffe, deren Namen ich euch hier einmal einblende, die in so einer Pille danach drin sind. Und ihr seht schon, diese Namen sind unaussprechlich und es ist auch gar nicht wichtig zu wissen, wie die ausgesprochen werden. Es ist nur wichtig zu wissen, wie sie wirken. Und zwar verhindern oder verschieben diese zwei Wirkstoffe den Eisprung. Wenn du diese Pille dann also einnimmst, kommt kein Eisprung zustande und ihr habt irgendwie schon mal gehört, Eisprung ist wichtig, um dann Samenzelle und Eizelle, dass sie sich treffen und dass man dann schwanger wird. Und jetzt denkt ihr euch bestimmt, okay, verhindert den Eisprung, aber was ist denn passiert, wenn ich jetzt Geschlechtsverkehr hatte und mein Eisprung war irgendwie schon und ich nehme jetzt die Pille ein? Das ist genau der Punkt. Dann funktioniert das Ganze nämlich eben nicht. Dann kann es trotzdem zu einer Befruchtung kommen und trotzdem zu einer Schwangerschaft kommen. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man diese Pille danach so schnell wie möglich einnimmt, um wirklich ein hohes Wirkspektrum zu gewährleisten, damit nämlich dieser Eisprung verhindert wird. Und es kommt auch immer darauf an, in welchem Zyklustag man sich befindet. Es gibt einen Peak eines Hormons, das könnt ihr gerne mal in meinem Video zum Zyklus nachschauen, wie genau so eine Periode funktioniert und da kommt auch dieses LH vor. Und dieser LH-Peak, der verursacht eben den Eisprung und diese Medikamente, die wir eingeblendet hatten, verhindern, dass dieser LH-Peak zustande kommt, deswegen verhindert das auch den Eisprung. Also unterm Strich, Pille danach verschiebt und verhindert Eisprung, deswegen kommt es nicht zur Schwangerschaft, wenn man denn diese Pille danach in dem richtigen Zeitpunkt und relativ schnell eingenommen hat. Wie ist diese Pille einzunehmen? Wann ist diese Pille einzunehmen? Und vor allen Dingen, wie komme ich überhaupt an diese Pille ran? Seit gut 3 Jahren ist diese Pille rezeptfrei zu erlangen. In Amerika gibt es sie sogar in Drogeriemärkten. Hier bei uns gibt es die aber in jeder Apotheke und man kann einfach hingehen und sagen, ich hatte da ein Missgeschick und ich bräuchte die Pille danach und bekommt sie ohne Rezept ausgehändigt. Wenn ihr diese kleine Packung dann in der Hand habt, werdet ihr sehen, da drin ist nur eine einzige Pille und genauso wird sie auch eingenommen. Einmal eine Pille, fertig aus. Es ist egal, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr sie einnehmt. Es ist relativ ratsam, vorher eine Kleinigkeit gegessen zu haben, weil wenn man dann unter Übelkeit leidet und sie wieder erbricht, kann es sein, dass die Wirkung flöten gegangen ist und dadurch, dass man diese ganze Tablette wieder ausgebrochen hat. Und es ist auch unabhängig vom Zyklustag. Also ihr solltet jetzt nicht da den Kalender wälzen und gucken, oh, ist mein Eisprung schon passiert. Nehmt sie einfach so schnell wie möglich nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr. Auf den Präparatpackungen wird auch immer stehen, ja, nach 72 Stunden ist noch eine Gewährleistung garantiert oder nach 120 Stunden ist das andere Präparat noch eine Gewährleistung garantiert. Nehmt sie einfach wirklich, sobald ihr es gemerkt habt und so schnell wie möglich. Ihr solltet da wirklich nicht noch ein paar Tage ins Land streichen lassen und sagen, ach ja, die eine Packung da, da steht ja drauf, 5 Tage, dann kann ich es ja erst am 5. Tag einnehmen. Macht so schnell wie möglich, wir haben es gerade gelernt. Der Eisprung, der muss vermieden werden. Jetzt hast du die Pille danach genommen und fragst dich natürlich, und was passiert jetzt genau mit mir? Was passiert mit meinem Zyklus? Soll ich meine ganz normale Antibabypille weiternehmen oder wie gehe ich jetzt weiter vor? Kann ich die weglassen? Wann kommt meine Blutung etc. pp.? Es ist ganz wichtig zu wissen, welches Präparat du da genommen hast und das solltest du bitte auch dann mit deiner Frauenärztin oder deinem Frauenarzt klären. In der Regel und pauschal kann man sagen, jetzt solltest du auf jeden Fall bei weiterem Geschlechtsverkehr mit nicht hormonellen Verhütungsmitteln verhüten, sprich Kondome benutzen. Es gibt bei dem einen Präparat die Möglichkeit, dann seine ganz normale Antibabypille eben weiterzunehmen, aber das solltest du auf jeden Fall vorher mit deiner Ärztin, mit deinem Arzt abklären, ob das so möglich ist. Diese Pille danach verschiebt den Zyklus in der Regel ein bisschen nach vorn oder nach hinten. Solltest du aber zu deiner normalen Periodenzeit eine Woche drüber sein, ist auf jeden Fall ratsam, einen Schwangerschaftstest zu machen. Wir haben es jetzt schon oft gehört, es kann trotzdem sein, dass du schwanger geworden bist. Und auch wenn du jetzt eine Woche verspätet bist und ich gerade gesagt habe, ja, das kann mal ein bisschen nach hinten und nach vorne verschoben sein, ist es wichtig, hier eine Schwangerschaft auszuschließen. Denn das haben wir auch schon genannt, diese Pille danach ist keine Abtreibungspille. Also die kann diesen Fötus oder diesen Embryo, der da angelegt worden ist, nicht unbedingt abtöten. Es kann sein, dass durch eine Schmierblutung das alles nicht zustande kommt, aber es ist eben überhaupt nicht ausgeschlossen, dass trotzdem eine Schwangerschaft intakt sich eingenistet hat, trotz Pilleneinnahme. Und wenn wir schon mal im Thema sind, können wir auch noch andere Nebenwirkungen ansprechen. Die Zwischenblutung, die hatten wir jetzt schon. Das ist auf jeden Fall etwas, was häufiger vorkommt. Was außerdem häufiger vorkommt, sind Kopfschmerzen oder auch Unterbauchschmerzen und Übelkeit und Erbrechen. Und gerade beim Erbrechen sollte man darauf achten, dass man jetzt nicht innerhalb von 3 Stunden, wo man die Pille eingenommen hat, erbricht. Weil dann kann es sein, dass man den ganzen Wirkstoff wieder herausgebrochen hat und dass dann die Wirkung der Pille danach natürlich flöten geht. Unterm Strich sollte man aber natürlich darauf hinweisen, dass man seine Verhütungsmittel ordnungsgemäß gebraucht, ob es jetzt das Kondom ist oder die Pille, die man immer regelmäßig einnehmen muss.
All das sollte natürlich geraten werden, aber wenn es mal passiert, oh mein Gott, wir sind alle Menschen, es kann mal passieren, dann ist die Pille danach wirklich eine sehr wirksame Methode, wenn man eben nicht gerade den Eisprung erwischt, um diese Schwangerschaft, diese mögliche Schwangerschaft zu verhindern. Wer jetzt noch ein bisschen mehr Interesse hat, der kann gerne noch mal ganz kurz dranbleiben. Ich werde diese zwei Wirkstoffgruppen, die wir vorhin da einmal eingeblendet hatten, erklären, was genau es damit auf sich hat und wie genau die Wirkung ist. Die unterscheiden sich nämlich so ein bisschen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und passt gut auf. Bis dann. Ciao. Schön, dass es doch noch so ein paar YouTube-Streber gibt, die sich jetzt anhören wollen, was es genau mit diesen Wirkstoffen auf sich hat. Das freut mich natürlich sehr. Nein, es ist ganz interessant, weil es zwei unterschiedliche Wirkstoffe sind. Und den ersten, den wir besprechen, ist das Levonorgestrel, was wir vorhin gelesen hatten. Das ist ein synthetisch hergestelltes Gestagen. Gestagen hat man vielleicht auch schon mal gehört im Zusammenhang meines Zyklusvideos. Empfiehlt sich wirklich, das nochmal anzugucken. Und das hat genau den Wirkmechanismus, dass es wohl den Eisprung verschiebt, diesen LH-Peak, den wir da haben, zum Eisprung hin verhindert. Und so kann es eben nicht zur Befruchtung kommen, weil der Eisprung verhindert wird. Außerdem hat man herausgefunden, dass es den pH in der Gebärmutter relativ sauer macht, sodass auch die Spermien ein bisschen mehr gehemmt sind, sich dort frei zu bewegen. Es senkt also auch die Spermienzahl nachweislich und das ist auch so eine Mitteilwirkung, die diesem Levonorgestrel zugesprochen wird. Und genau bei diesem Wirkstoff ist es auch so, wenn man jetzt mit einer Antibabypille, also schon einem hormonellen Präparat verhütet hat, ist es ratsam, wenn man Levonorgestrel in dem Präparat hatte, jetzt auch seine hormonelle Verhütung einfach weiterzunehmen, die ersten 7 Tage trotzdem auch mit Kondom zu verhüten, nichtsdestotrotz seine Antibabypille ganz normal im Intervall weiternehmen. Das unterscheidet sich ein bisschen zu dem anderen Präparat, wo wir überhaupt keine hormonelle Verschiebung eben haben. Kommen wir noch zu dem zweiten Wirkstoffnamen, dem Olipristilacetat. Wow, was für ein Wort. Das kam tatsächlich erst 2010 auf den Markt und hat ja die Gynäkologen und Patientinnenherzen im Fluge erobert, weil es eben ein paar Vorteile hat gegenüber dem ersten Präparat. Zu denen kommen wir jetzt. Das Ganze ist nämlich kein synthetisch hergestelltes Gestagen, was diesen LH-Peak irgendwie verschiebt und verändert, sondern ein Progesteron-Rezeptor-Modulator. Und Progesteron, das ist ja auch ein weibliches Geschlechtshormon, was wesentlich am Zyklus beteiligt ist und auch wesentlich an so einer Schwangerschaft beteiligt ist. Und das wird eben eingefangen von diesem Rezeptor. Und wenn dieser Rezeptor verändert ist, und genau das macht das Olipristilacetat, dann kann es eben nicht wirken. Und dadurch kommt die Wirkung zustande. Und erstaunlicherweise kann man dieses Präparat bis wenige Stunden vor dem Eisprung einnehmen und hat trotzdem eine Wirkung, die eben darin besteht, dass keine Schwangerschaft zustande kommt. Ein weiterer Vorteil ist, dass man dieses Präparat bis zu 5 Tage nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr, also dem Unfall, einnehmen kann und hat trotzdem noch eine gewisse Wirkung. Nichtsdestotrotz gilt auch hier, je schneller, desto wirksamer. Aber im Gegensatz zu dem ersten, wo wir 72-Stunden-Fenster haben, haben wir hier ein 5 Tage, also ein 120-Stunden-Fenster, was es natürlich wirklich für viele Frauen interessanter macht. Es ist aber auch ein bisschen teurer, muss man sagen. Das war es jetzt aber wirklich mit diesem Video. Jetzt können auch die Schreber ausschalten. Nie vergessen, Social Media ist Mehrwert. Wir sehen uns bis zum nächsten Video wieder. Ciao, bis dann.